Jojojojo, Herr, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn and the Frozen Wilds. Wir sind gerade aus Meridian hier in den Nordosten gereist zum nächstmöglichen Lagerfeuer von diesem Quest. Wir wollen nämlich dieses Banuk-Lager untersuchen im Auftrag von dem lustigen Forscher, den wir in Meridian getroffen haben. Der meint, die Banuk würden dort mit Tieren zusammenleben, ganz friedlich, ohne gestört zu werden oder ohne Probleme zu haben. Und das ist natürlich spannend. Da wollen wir mehr von wissen. Die Banuk, darum geht ja auch das ganze The Frozen Wilds Extension Pack. Und bin mal gespannt, ob wir da jetzt einfach so hinreisen können, weil es gibt ja extra diese Banuk-Uniformen, die so vor Kälte schützen und sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob man vielleicht sowas braucht, um da jetzt ins ewige Eis zu reisen. Ich werde mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, eine 12er, 15er Quest. Und wir sind da auf dem Weg hier einfach durch. Und hier gibt es noch einige Viecher. Lagerfeuer, da kommt noch einiges auf dem Weg an uns vorbei. Und hier seht ihr, hier geht's ins Eis. Oh. Aha, aha, alles klar. Und, hier gibt es auch noch Vögelchen. Na gut, wir werden mal schauen, ne? Ob wir da hinkommen jetzt einfach über die Eiskante und was es mit den Kisten da auf sich hat. Wie, soweit ich weiß, kann man sich an die Rand schleichen. Wollen wir das einfach mal ausprobieren? Ich würde den Panzerwanderer... Würde ich mal untersuchen. Der hat hinten diese Kiste. Und vielleicht komme ich da ja rangeschlichen. Oh, da gibt es noch einen Wächter. Jetzt läuft er da hinten rum erstmal. Vielleicht schalte ich den erstmal aus. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich mich hier verstecken soll. Jetzt ist auch noch das Licht so schlecht. Aber da kommt er schon. Jetzt voll im Sichtkontakt. Ich würde mal einfach ausprobieren, ob ich... Ups, der hat mich auch gesehen. Oh, fuck. Oh, fuck, jetzt. Nein. Das wollte ich so nicht. Und der ist hinter mir her. Okay, hide. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Mein Gott, das waren viele. Vier Stück und noch ein Wächter da hinten. Die sind jetzt nervös. Okay. So geht das. Dreh dich um. Oh. Ja, ich bin mir nicht sicher, vielleicht umkreise ich die auch erstmal. Weil
Die sind schon ziemlich hardcore. Die sind auf 18. Und der Wächter läuft da oben auch noch rum. Na gut, ich glaube, ich schleiche mich dran vorbei. Ich glaube, das bringt nichts. Wenn es jetzt ein oder zwei gewesen wäre, hätte ich vielleicht mich versucht dran zu schleichen. Aber bei vieren ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, relativ mau. Oh, sehr nützlich. Da mache ich mich hier lieber durchs Dickicht. Da hinten ist noch eine alte Ruine, die wir noch abchecken können. Hier. Oh, da ist ein Wächter. Wo ist der Wächter hin? Hm. Oh, da ist er. Oh nein, das ist ein Panzerwanderer. Tschüss. Ups. Upsi. Upsi. Oh, fuck. Wow, der rennt hier rum. Okay, beide sind auf dem Rückweg. Tschüss, Alter. Da pumpt das Herz, das ist aufregend. Und der ist schon wieder dabei. Hier aufzulauern, der Kollege. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Number one is down. Geil, ich habe die Kiste runtergezogen. So geht das also. Oh, der kann den wieder raufsetzen. Oder was?
Nice. Und hier ist die Kiste. Panzerwanderer Herz war dabei, glaube ich. Gut, okay, wir machen es erstmal weiter. Ja, das ist mir zu aufregend gegen diese ganzen Dinge. Ich kann mich entspannen. Oh. Hier sind auch noch Viecher. Lanzenhorn. Eisbehälter, okay. Ich will eigentlich mal auf die Karte. Ich will die eigentlich umrunden hier, umkreisen. Ja, da kommt gleich die nächsten. Nice. Aha. Hier fängt jetzt also das Eis an. Und hier gibt es wieder Zivilisationsmerkmale. Wir laufen jetzt durchs Eis. Da oben ist ein neues Lagerfeuer. Und hier gibt es anscheinend einen Händler und ein Lagerfeuer. Alright. Hier oben? Anscheinend, ne? Da oben wackelt es irgendwie. Kommen wir hier hoch? Nee. Hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, wir kommen hier hoch. Dann müssen wir den Weg außenrum nehmen. Und schauen, was es hier oben zu finden gibt. Ja, da ist ein Händler und ein Lagerfeuer. Quicksave! So, jetzt quatschen wir mal mit dem Händler. Mal sehen, was der hat. Outfits. Nora-Beschützerin schwer. Ich glaube, das nehme ich gleich mit. Das sieht geil aus. Ja, ausrüsten. Awesomeness. Nora-Beschützerin Mittel. Da ist noch eine Modifikation dran. Kriege ich die wieder ab? Bestimmt, ne? Anscheinend kann ich sie nur austauschen. Na gut, was können wir hier ran machen? Eisschutz. Ich denke, das macht Sinn, ne? Nahkampfschutz. Tarnung und Eisschutz würde ich machen. Aber es sind alle 6 nicht so dolle. So. Dann ist sie da dran jetzt. Dann können wir eigentlich das alte Outfit eintauschen, ne? So. Und was hat der hier als Waffen noch? Was gibt's hier? Kristallgeflecht brauche ich für so einen Schleuder und mehr richtig geile Sachen gibt's auch nicht. Schade. Gut. Gehen wir nochmal auf Herstellen. Schauen wir nochmal, ja, unsere Tagekapazität. Waffen. Vergrößere deinen Waffenbeutel, Outfitbeutel. Und für den Köcher brauche ich was? Schweinsknochen. Ich brauche also Schweine. Scharfschutzbogenköcher ist auch gut. Waschbär-Schwein. Und ja, noch mehr Schwein. Also Schwein ist gut, Fuchs auch. Okay. Gut. Also, ich save nochmal hier kurz jetzt, nachdem wir jetzt das neue Outfit anhaben. Ja, und dann gehen wir doch mal hier weiter Richtung Banuk Lager. Das ist noch ein kleiner Weg, ist da vor uns. Da laufen noch an einem einen oder anderen See vorbei. Hier hinten laufen Wächter schon wieder rum. Die können wir uns eigentlich nochmal krallen. Da reicht aber, glaube ich, ein Jägerbogen.
Vor allem, wenn ich einen zweiten anlegen kann. Ja. Du bist down. Alle hopp. So geht das relativ einfach. Stürmer ist down. Und zwei Wächter. Hallo? Ja, so geht das. Super. Super. So mag ich das. Hier schön durch den Schnee. Oh, da fliegt was. Wo sind die Fliegevögel hin? Grauhabicht. Ja. Okay. Schwäche ist Feuer. Und zwar der ganze Körper. Schnabel. Aha, aha. Und wie schwer sind die? Wie viel Power hat er? 18. Da gibt es aber so viele von. Also zumindest habe ich Feuerpfeile. Wir können ja mal einen Schuss wagen. Scheint nicht so richtig zu wirken. Scheiße, ich sehe gar nichts. Ist direkt über mir. Ah, Doppelpfeil verschwendet. Oh, ist er down? Ich glaube, er ist down. Ging er doch besser als gedacht. Schön Draht noch eingesackt. Sehr gut. War das der einzige? Ne, da sind noch zwei gleich. Und ich muss hier durch, ne? Nö, eigentlich nicht so sehr, aber hier unten liegen noch mehr Sachen. Was ist denn das für ein geiler Verwüster? Irgendjemand hat die Verwüster gekillt. Also gegen zwei von den Viechern kann ich sicherlich nicht aufnehmen. Rad ist gut. Ich würde sagen, wir schleichen uns rum. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Oh. Wir nähern uns den Bergen. Sind jetzt drei. So, das war Nummer 1.
voll der Angriff, Alter. Habe ich ja so ein Glück gehabt gerade. Okay, Nummer 2. Einer fliegt noch. Geil, wie die immer runterkommen denn gleich. Oh, fuck. Okay, der ist auch down. Geil! Wo ist der andere hin? Hat doch hier einen abgeschlachtet. Schön, die Hall Grau habe ich dir mal hier runtergeholt. Läuft, würde ich sagen. Läuft bei mir. Da ist noch einer. Ja, alles schön einpacken. Da ist er. Ich glaube, da liegt er. Nee. Das sind andere Viecher. Oh Mist. Ach hier. Sehr gut. Habe ich noch gefunden noch. Alright. Und weiter geht's Richtung Bahnhof-Lager. Schöner Kampf hier mal noch mittendrin. Mit ein paar Fliegeviechern. Dem entgeht nicht viel. Oh. Wer kommt da jetzt? Noch einer? Wo kommt der denn noch einmal her? Oh nein, Doppelschuss vorbei. Komm, bleib stehen, bleib ruhig. Bleib ruhig, Junge. Wow. Damit habe ich jetzt... Der ist ein bisschen aggressiver als die anderen. Alright, die next one. Tja, Kollege, so geht das nicht. Mit so einem billigen Trick hast du da keine Chance gegen mich. Oh, da läuft ein Mensch. Bahnhof Wanderer. Mal sehen, ob wir mit dem quatschen können. Nö, der wandert einfach nur so. Witzig. So sehen die Bahnhof aus. Die haben sich schön angepasst mit ihren, Das muss das Bahnhof-Lager sein, von dem Bilgund erzählt hat. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Die Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Aha. Dieses Land ist voller Lärm. Aber es ist nur Lärm. Ja, der ist hier ein bisschen entspannt, wa? Der Doggy da. Metall-Doggy. Rede mit den Bahnhof. Wo ist das Lagerfeuer? Ah, straight im Dorf, alles klar. Aha, die wissen es also vielleicht auch nicht, warum. Wo ist denn nun das Lagerfeuer? Hier, dann ziehe ich mir erstmal das Lagerfeuer rein. Nur dann quatschen wir doch mal mit denen und versuchen mal hier was rauszufinden, ne? Flinke Pfeile und scharfe Klingen. Vielleicht mit dem Händler erstmal reden? Nö, der will nur verkaufen. Aber wir haben ja auch noch Sachen, die wir einfach verkaufen können. Diese Sammlerobjekte.
der Rest, okay. Und der hat... Der hat Outfits. Outfits habe ich jetzt schon. Und Waffen? Der Schattenschleuder auch nur. Schade. Na gut. Mit wem soll ich hier reden? Nach links untersuche das Banuk-Lager. Wir klauen den einfach mal alles. Hier oben ist einer. Flinke Pfeile und scharfe Klingen. Keiner will mit uns reden. Die letzte Jagd war sehr erfolgreich. Wenn man schnell zuschaut. Hier wird gemalt. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Die letzte Jagd war sehr erfolgreich. Wenn man schnell zuschlägt, muss niemand hungern. Na gut, aber ich sollte ja. Ich sollte ja hier mir das Lager angucken, aber keiner will mit mir reden. Hallo. Die beten hier alle was rum. Eine Nora. Sie sind sehr weise, dass sie die Frauen regieren lassen. Aber nur, wenn sie sich als würdig erweisen. Ja, stimmt. So, die betet hier. Gibt's Tiere. Da steht noch einer. Ja, Siluk. Versuchst du auch, die Maschinen hier zu verstehen? Ja, Nora. Und ich lasse mir bei meinen Studien Zeit. Unter dir, mir und den Geistern, ich genieße den Frieden. Nicht nur den der Maschinen. Es ändert sich so manches in Ban-Ur. Die Jäger und Schamanen streiten immerzu. Worüber? Wie man in der harten Welt besteht. Die Jäger, sie wollen nicht, dass alles wie früher wird. Und wir Schamanen können immer weniger Erklärungen geben. So viele sind im Exil, auf Wanderschaft. Aha. Hier streitet niemand. Nun, da kommt mir ein Rätsel recht. Oh, jetzt wird's spannend. Was für ein Rätsel? Vielleicht sind die Maschinen ja auch froh, von ihrer so. Erde getrennt zu sein. Mhm. Okay, wir haben mit dem geredet. Wir sollen noch mit anderen reden. Hier ist noch eine Tante. Wir werden zuerst zuschlagen. Sei gegrüßt. Oh, ist gar keine Tante. Ich bin Jikok. Schamane, ich hab sowas noch nie gesehen. Das blaue Licht ist stark hier. Mein Volk machte den weiten Weg aus den Höhlen Ban-Urs, um es einmal selbst erleben zu können. Blaues Licht? Das Licht der Maschinengeister. Es umgibt uns alle. Es setzt sich auf uns. Und so war es schon immer, bevor sie wütend wurden. Ich weiß von der Störung, aber dass die Maschinen derart ruhig waren. Was ist nur los hier? Wir wissen es nicht. Wir singen und wir lauschen. Den Maschinenliedern. Wow. Erzähl mal mehr. Ich will mal eins hören. Maschinen singen für euch? Für sich selbst? Du bist Jägerin. Du hast sie gehört. Ihre Chöre und Hymnen. Die Rufe und Schreie. Wir sollen sie nicht verstehen. Doch wir Schamanen interpretieren. Welches der Lieder hat sie so verärgert? Sie gegen uns gehetzt. Ja, das ist spannend. Welches Lied besänftigt sie? Liegt es hier überall in der Luft, für uns unhörbar? Wie können wir die Maschinenwelt heilen? Ja, das ist eine interessante Frage. Tikuk, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseran, ja. Sie reden ständig von einer Maschinenfehlfunktion. Als ob Maschinengeräte wären, die eine Reparatur brauchen. Tja, so sehen die Osseram wohl die Welt. Oho, ja, ich auch. Sie aßen mit uns. Und als sie herausgefunden hatten, dass sie nichts erklären konnten, gingen sie mit dem nördlichen Licht. Was ist mit dem Großen? Ein Sturm führte mich an diesen Ort. Ich dachte, es sei die Klage des Windes, die von der eisigen Bergflanke widerhallt. Aber nein. Es war das Lied des Donnerkiefers,
Ich fand ihn hier zusammengekauert, das Metall erstarrt und ich suchte unter ihm Schutz. Als der Sturm vorbei war. Was für eine Legende, Alter. Das Lied. Vielleicht verließ der Geist die mächtige Hülle. Oder er schlummert und ist noch da. Das werden wir gleich mal herausfinden, also ne? Also haben wir ihn nicht zerlegt und geplündert. Und wir behandeln ihn mit großer Sorgfalt. Mhm, das werde ich mir anschauen auf jeden Fall. Etwas umsehen, Tikuk? Sprich, handle, lausche, wie du möchtest. Hier wird dir nichts geschehen. Also haben die Banuk nichts damit zu tun. Es muss an diesem Ort liegen. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kann es mein Fokus. Mhm. Bleib immer im Training. Ehre deinem Verak. Oh, da oben. Da, ein Signal. Und sein Ursprung liegt oben auf dem Berg. Das sollte ich mir lieber mal ansehen. Ja. Muss ich weiter hoch? Wo geht's hoch? Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Hallo? Lass mich durch, Kollege. Geht's hier hoch? Wo geht's denn hoch? Hä? I see. Also wieder mal schön die Wand hoch. Ja, Schlange keine Kletter-Action mehr gehabt. Huch. Und gucken wir mal, was da oben für ein Signal rumschwirrt, ne? Ich glaube, jetzt hier überhaupt über die richtige Bergflanke hoch uns hangeln. Aber... sieht ja ganz gut aus, obwohl... Warte. Ja, wir müssen hier noch ein paar Abzweigungen nehmen und hier mal übers Seil. Bin gespannt, was da oben für eine Radarstation ist. Und alle hopp! Oh, das war knapp. Da oben drüben ist schon Lagerfeuer. Die Grauhabichte warten nur. Ein gutes Zeichen nehme ich an. Ja, wir werden gleich sehen, was uns hier erwartet. Können wir die anfassen? Streicheln? Vorhin haben wir noch etliche davon umgelegt und jetzt. Schickt Wilgund dich? Hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es ein Satellit. Wie geil, Alter. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Das stimmt. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ja, ich werde jetzt mal mich einsetzen für die Banuk. Für den Satelliten. Vor allem, was hat denn der für eine geile... Alter, was war das für eine Schürze, Alter? So eine schöne Lederschürze. Wie im KitKat, oder was? Ah, okay. Ja, gut. Losgelassen, ihr Haufen Holzköpfe. Das war doch deine Schuld. Ich denke, ich muss gleich kämpfen, ne? Es sieht doch gut aus, oder? Nur, dass es zwei Teile sind. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns.
Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Mein Leben. Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Ja. Yeah. Grüße gehen raus an alle Ossis bei uns hier. So. Hochwertiger Prozessor, schwer beschädigt. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Ja. Zurück ins Lager und vielleicht geht's ja hier irgendwo schnell runter. Warte mal. Hier sieht's so aus, als ob man da hier rüberkommt. Könnte vielleicht. Gucken. Vielleicht geht's hier. Nein. Schade. Ich hatte gedacht, hier ist vielleicht so eine Rutsche oder sowas. Ah nein, dann lass uns den Weg einfach wieder zurückgehen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt uns durch die Vögel durchkämpfen, ne? Ich nehme an, gleich passiert wieder irgendwas Schreckliches. Dann mache ich erst nochmal einen Quick Save. Und dann, was schwebt denn hier? Alrighty! Awesomeness! Nein, der Angriff hat schon begonnen. Wir jagen wieder. Die Maschinen sind wütend. Bleibt weg von ihnen. Ja. Jäger! Verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Ich hab keine Angst. Oh, fuck. Hey, Leute. Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Boom. Das war nur eine Nebenwirkung. Das war ein fetter Verwüster, Alter. Und das Geile ist, ich habe jetzt schon eine Wüste-Trophäe erbeutet. Das ist super gut. Wow, unsere Gesundheit hat ganz schön gelitten und unsere Trankanzahl auch. Und jetzt mit Tierkuck. Hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist... Sehr weise Worte. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir... Das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich,
eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Ja, ich hoffe das auch. Ich will endlich mal herausfinden, wie das hier alles zustande gekommen ist. Was hier passiert ist, wo die Satelliten herkommen, warum hier so viele... Ja, warum die Menschheit sich so entwickelt hat, wie es jetzt ist. Und, ja, wir werden uns einfach zurückmachen nach Meridian, um dort diesen Quest abzuschließen. Aber das dann beim nächsten Mal. Haut rein!